Achtung! Die sind zwar im Allgemeinen von den Lebenspunkten her genauso stark wie die Namenlosen, aber was sie wirklich ist gefährlich. Also ich empfinde sie jedenfalls nicht als gefährlich. Attacke! Den einen noch da und wen oder was ziehst du bitte? Zieh doch auf den da, der sich da im Gras versteckt. Erfolg und kann den da hauen. Auf den immer noch Pfeifes schießt. Waren das die bösen Orks? Oder gibt es noch mehr? Fyrus hat auf jeden Fall keine Munition mehr. Müssen wir mal kurz nachfüllen. Und sie hat eine Wunde abgekriegt. Kurz Fyrus versorgen, dann die Orks plündern. Dann gucken wir mal, ob es noch mehr Orks gibt. So. Das ist echt eine schöne Abwechslung. Pfeile sind gut. Wildschweine. Einbeeren. Noch mehr Einbeeren sind auch gut. Vor allem, wenn wir sie erfolgreich ernten können. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das alle Orks waren. Deswegen gucken wir uns mal hier weiter um. Bleichmond, ich wollte die Einbeere, die ich gerade nicht sehe, weil ich blind bin nach da. Bleichmond brauche ich nicht. Einbeeren. Von hier oben aus gesehen keine Orks mehr. Gucken wir uns aber weiter im Jagdrevier um. Dürften nämlich noch mehr sein. Hier lang. Das ist nämlich auch eine Quest und eine Quest gibt Erfahrungspunkte und Steigerungspunkte. Das ist immer gut. Auch wenn hier der Wald immer dunklerer wird. Dunkeller. Wie auch immer. Oh. Ei. Tatsache, noch mehr Orks. Fyrus Falle schärfen bitte. Ich kämpfe jetzt gerade ganz allein, weil die anderen sich nicht trauen wegen der Falle. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Fyrus die Falle entschärfen lassen. Ich krieg's nämlich nicht hin. Ja. Klar, ein Forum auf mich. Ja. Zusammenhalten! Aufhalten. Ich habe keine Munition mehr. Ändern wir die Munition an Fyrus. Aua. Alle mal auf den da losgehen, unverschämter Ork. Und ich muss meine Wunde versorgen. Ja. Bei anderer Spar! Für den Kaiser! Komm, Vögel, da kommen noch mehr. Hallo, Ork-Horde. Ei? Kurz in die Pause gehen. Ich bin noch beim Verarzten, deswegen gibt's dann erst den Fulminatus hinterher. Ja! Was? Zusammenhalten! Attacke! So, alle Gefühle verteilt. Da schon. Und wieder ein Ort fast tot. Orks halten noch nicht wirklich viel aus. Den da, ein Fulminictus. War ihr!
Den da wegschießen. Angriff! Wuchtschlag, Klingensturm. Ihr werdet alle blind. Ah, du kannst ruhig weiter angreifen. Ja. Du kriegst noch mal einen Wuchtschlag. Du bist tot. Du kriegst einen gezielten Schuss rein. Sanyasa! Jetzt fehlen nur die beiden da eigentlich. Gleich noch ein gezielter Schuss hinterher. Wir haben ja einen Haufen Ausdauer eigentlich. Der ging daneben. Und zwar wieder und wieder daneben ging. So, letzter Ork. Okay. Truppe mal sammeln. Vorgrim ist ein bisschen angeschlagen. Macht aber nicht so viel. Mir sind jedenfalls die Orks losgeworden. So, Ardu ist geheilt. Orkischer Kompositbogen. Oh, der kommt mit. Den kann man verkaufen. Hier ist noch mehr Ork. Salbenfett. Und da ist ein ganzer Haufen toter Orks. Und wieder Zunderschwamm. Sehr schön. Wölfe. Die Wölfe haben wir schon im Dings eigentlich leben gelassen, im bei der Zollfeste, also können wir sie hier ebenso gut leben am Leben lassen. Sagen wir uns lieber den Zunderschwamm. Ah, noch ein Ork. Einer? Na, mehrere. Da seid ihr. Dann mal los. Bei Angriff! Du kannst den da, der mich gerade angreifen will, wegmachen. Ja. War ihr! Feuerus kann gleich zweimal hintereinander schießen. Ich schieße dann auch gleich nochmal voll mit dem Schuss. Zusammenhalten! Und ein Wuchtschlag auf den. Ja, klappt doch ziemlich gut bis jetzt. Vielleicht versteckt sich übrigens noch ein Ort hinter dem Baum. Pfeilhagel wäre auch gar nicht schlecht. Ja. Okay, Wuchtschlag. Bei meiner Treue. Ja. Jetzt zieht ein Schuss auf Kinder. Der sich da hinten versteckt, kriegt jetzt einen Pfeilhagel. Und nach dem Pfeilhagel. Eine Heilung auf Ardu, ganz dringend. So, dann müsste das auch im Sack sein. Balsam Salabunde. Gut. Sie müsste demnächst mal ihren Balsamzauber wieder steigern, aber das hat sie schon auf Maximum. So, wieder das Kleingeld einsammeln. Die Orks gehen ja zurück zur Erde, aber hier Geld muss nicht unbedingt mit zurück. Das würde die Erde wahrscheinlich auch eh nur verpesten. Ja, so rechtfertigt man als Giote einfach alles mal ein bisschen. Also so kann man als Giote rechtfertigen, dass man Falle entdeckt. Falle entdeckt. Tierfalle. Faris. Bitte wegmachen. Da
heißt die Steinbrücke. Aber jetzt hat Fyris eine Wunde abbekommen. Ist noch eine Falle? Ach, da drüben. Ja? Orks auf der Steinbrücke. Viele Orks auf der Steinbrücke. Kommt ruhig hier. Na? Was? Ein Ogre. Das auch was? Noch. Ich verarzte mal kurz Fyris. Mit der Wunde kämpft sich's nämlich schlechter. Ja? Achtung! Weiche! Ja. Oh, kann ich einen Wuchtschlag machen? Du bist ja schon mal weg. Zusammenhalten! Okay, das ist mies, merke ich gerade. Orks können ziemlich gut verwunden. Ogre. Ei? Fyris, sofort auf die Ogre schießen. Nein, das ist nicht so gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wo ist Ardo? Ja. Hua! Zusammenhalten! Ja. Angriff! Ei. Hilfe, 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 Hilfe. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, fällt mir gerade auf. Ja. So. Die beiden da. Jetzt gibt's mal einen Kugelblitz. Der muss ganz dringend her. Jetzt muss ich irgendwo gucken, dass ich irgendwas mache. Was? Weil Fyris sonst vor die Hunde geht. Na? Angriff! Das ist auch weniger schön. Mhm. Du trinkst. Ei. Weiche. Du schießt auf den. Ich habe langsam das Gefühl, wir sollten uns zurückziehen. Erst einmal. Das müsste ja irgendwie möglich sein, ein Rückzug. Ja, Rückzug ist eine gute Idee, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir Glück und es verfolgt dann nachher nur noch ein Ogre. Genau, Rückzug ist gut. So. Jetzt müssen wir kurz uns regenerieren. Wunden heilen. Und uns dann einen neuen Plan ausdenken. Kommen auf jeden Fall erstmal nur Orks. Und die Ogre kommen auch angerannt. Würde ich sagen, wir gucken erstmal, dass wir die Orks loswerden. Was? Ja, für den Kaiser! Okay, der letzte Ogre steht gerade hinten da hinten nur rum.